Ärztin Birgit Maas und Schwester Ina kommen von einer Behandlung, als sich auch schon die nächste mit einem Knall ankündigt. Katja, kannst du die bitte nach oben bringen? Die ist auf der Station jetzt, auf der inneren. Was war das? War das draußen? Da steht ein Transporter, das darf doch nicht wahr sein. Oh nein! Wenn man unvermittelt hier in der Klinik plötzlich einen lauten Knall hört, dann zuckt man schon mal zusammen und es gehen einem natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Ne? Offensichtlich war es hier ein Unfall, aber wir wissen dann natürlich nicht, was uns erwartet. Sind Sie da reingefahren? Ja, sind das Sie da reingefahren? Ich bin die Fahrerin, tut mir leid. Was ist? Nix, alles gut. Okay. Ja, ja. Ich bin einfach dagegen gefahren. Ich also die Wunde ist jetzt aber. Konnte. Warten wir mal ganz kurz, die Wunde ist jetzt entstanden oder sind Sie da? Ja, ich bin gerade dagegen, weil sie nicht Auto fahren kann. Ja, es tut mir leid. Was tut dir leid? Guck mal hier, guck mal, mein ganzes Blut. Das kann passieren. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Okay, lass uns einmal also ich würde sagen, Sie kommen mit rein und Sie fahren bitte den Wagen hier einmal weg. Der steht ungünstig vor unserem RTW, ja? Sonst kann der nicht rausfahren, wenn ein Einsatz ist. Okay. Sie sind der Herr? Jan Köller heißt es. Jan Köller, okay, der Herr Köller, kommen Sie einmal mit uns. Dass sich der Unfall direkt vor den Türen der Notaufnahme ereignet hat, lässt darauf schließen, dass entweder Jan Köller oder die Fahrerin zuvor schon gesundheitliche Probleme hatten und deswegen überhaupt hierher gekommen sind. So, Herr Köller, jetzt erzählen Sie noch mal, was ist denn hier passiert gerade? Ich weiß nicht, sie ist einfach irgendwo gegengefahren gerade und ich war nicht angeschnallt und dann bin ich nach vorne geknallt in dem Moment. Ich habe was gesucht unten im Fußraum und dann bin ich jetzt gegen die Armatur geknallt, Mann. Okay, lassen Sie mich da einmal ganz kurz gucken. Okay, haben Sie Kopfschmerzen? Ja, ein bisschen. Okay. Ist ja klar. Darf ich einmal noch ganz kurz tasten? Ach. Ui, so doll. Nee, dann nicht. Okay. Ja, bitte. Ja, bitte. Darf ich rein? Kommen Sie gerne rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wer Sie sind, aber kommen Sie erstmal rein. Ja, hier ist, hat ein Schatz angerufen. Also ich habe das im Auto gefunden. Deine Frau, oder ich weiß, eine Freundin. Ja, meine Sie Frau. Sind jetzt, Nein, ich bin nicht Freundin, also ich bin Bekannten. Bist du jetzt rangegangen oder was? Ja, natürlich, ich habe mir was angerufen. Sie hat Sorgen gemacht und habe einfach gesagt, wo wir sind. Sie kommt jetzt gleich. Wie, sie kommt hier hin? Ja. Warum machst du meiner Frau jetzt so einen Stress? Sie ist hochschwanger. Ja, aber in welchem Verhältnis stehen Sie denn jetzt zueinander? Ja, ich musste ihm helfen bei dem Sofatransport. Mein Freund hat mich heute gefragt, er ist krank, und hat mir gebeten, dass ich ihm beim Sofatransport helfe. Warum sind Sie denn überhaupt in die Notaufnahme gekommen? Weil die Verletzung ist ja jetzt hier entstanden. Er hat die ganze Zeit im Autofahrt sich mit Kopfschmerzen beklagt. Die Polizei ist informiert. Es wird noch ein bisschen dauern. Okay, danke dir. So, das ist ja normal, normaler Vorgang, ne? Ja, aber ich kann nicht. Du hast die ganze Zeit Bauchschmerzen und dachte, ich fahre dich einfach hier. Also ach, wegen der Bauchschmerzen? Sind ja, du hast die ganze Zeit von Schmerzen gekriegt. Können wir uns vielleicht ein bisschen beeilen, geht das? Ja, können wir gerne, Herr Köller. Aber sagen Sie mal, was Sie für Beschwerden haben. Ich habe so seit einer Woche, anderthalb Wochen hier so im Unterleib immer ein Druckgefühl und Schmerz. Und deswegen wollten wir eigentlich nur kurz hier hin. Okay, aber dann frage ich mal, weil Sie jetzt mit dem Transporter unterwegs waren, haben Sie denn schwer gehoben oder so? Weil nein, wir wollten ja ein Sofa erst abholen. Ich okay. Dann würde ich da einmal gerne drauf gucken, ja? Können Sie mal frei machen, dass ich da einmal untersuchen kann? Tut es hier weh? Nein, das ist da. Hier weh? Nein. Oberbauch nicht. Hier? Ja, da. Es konzentriert sich schon auf den rechten Unterbauch. Haben Sie den Blinddarm noch? Nee. Habe ich vor 10 Darf Jahren ich einmal gucken? Wegbekommen. Ich muss einmal hier den Schlüpper ein bisschen runterziehen. Tatsächlich, hier sieht man auch die Narbe, ne? Okay. Ja. Oh, nicht so fest drücken, bitte. Ja, bitte nicht. Würde man ja meinen, dass der Blinddarm, ne? Wenn er noch da wäre. Der Blinddarm war bei dem Patienten schon vor längerer Zeit entfernt worden, sodass das erstmal ein bisschen verwunderlich war. Denn im Prinzip dürften hier Reizungen nach 10 Jahren nicht mehr vorkommen. Wir geben Ihnen jetzt erstmal Schmerzmittel, ja? Und können Sie sich bitte etwas beeilen, wenn es geht? Sie sind so sehr, und warum haben Sie denn so eine Zeitnot? Druck, genau. Ja, wir wollen uns das Sofa abholen. Ja, bitte. Doch, ich störe schon wieder, die Polizei ist schon da, ich möchte sich mit dem Halter unterhalten. Ja, aber den untersuchen wir jetzt gerade, beziehungsweise können Sie das vielleicht klären. Wenn die Polizei ist, das ist ja auch normal. Herr Köller, bleib. Du bleibst doch hier, Mensch, du kannst doch nicht gehen, Jan. Nein. Herr Köller, das geht doch nicht gut. Ich mache das schon. Lass das. Oh Gott. Mensch. Alles gut? Herr Köller. Herr Köller. Ja, du hast doch Schmerzen. Herr Köller. Es ist keine gute Idee jetzt, ja? Was ist denn hier los? Ich ringe alles schon. Alles gut. Wer ist denn die Frau? Was? Ach, niemand. Wer sind Sie denn jetzt? Sie sind die Ehefrau? Hallo, Frau. Ja, Kötter, mein Name. Schatz, was ist denn los? Frau Köller, gehen Sie einmal rein. Ich gehe jetzt mal raus, ich kriege jetzt mit Polizei, aber ich bleibe. Ja, das wäre gut. Herr Köller. Das wäre gut. Was hat die Frau mit
Sie kommen doch mal wieder hier rum, bitte. Ja, kümmer du dich einmal um ihn. Ist nicht so wild, ich jetzt nicht. Pass auf, du kümmerst dich einmal um ihn. Reg dich nicht auf. So, hallo, Frau einmal Keller. Hinlegen, hallo. Genau wie gerade, bitte. Auf. Sie setzen sich einmal hier auf den Stuhl. Genau, hier. Einmal bitte hinsetzen. Ja, alles zu viel gerade. Und Sie dürfen auch gerne die Jacke ausziehen, wenn Sie möchten. Nehmen Sie mal die Tasche runter. Ich kriege einen Anruf von einer wildfremden Frau und sehen die hier? Wer ist denn das? Und was hat das mit Transporter zu tun? Ich verstehe das doch nicht. Ich bin doch hochschwanger. Schatz, reg dich doch einfach nicht auf, bitte. Es gibt keinen Grund jetzt zum Stress. Ich kenne die Frau auch erst seit heute, ja? Also entspann dich bitte. Frau Keller, versuchen Sie ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ne? Also, er ist jetzt von dieser Dame, wer auch immer das jetzt ist, hier hingebracht worden, weil er starke Unterleibsschmerzen hatte. Hatte er das denn vorher schon mal? Ich weiß nicht, er lässt sich ja, ich komme ja nicht an ihn ran. Er hat schon länger Schmerzen. Ich meine, der ganze Stress mit der Arbeit, aber er erzählt ja nichts. Er ist ja stur und keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, ich weiß nicht, was er hat. Okay. Wenn Sie das schon länger haben, würde ich jetzt ganz gerne einmal einen Ultraschall machen, ja? Das Misstrauen von Ehefrau Martina ist durchaus berechtigt, denn der Installateur spielt tatsächlich nicht mit offenen Karten. Vorrangig geht es aber um Jans Gesundheitszustand und der bereitet Ärztin Birgit Maas große Sorgen. Sie bekommen jetzt ein Medikament, was die Krämpfe ein bisschen mindert. Machst du Buskonoff mit rein? Ja, mache ich. So, dann machen wir eine Aufnahme vom Schädel, wir machen eine Aufnahme vom Bauch. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ich konnte jetzt im Ultraschall nicht so genau was sehen. Ich sehe aber, dass im rechten Unterbauch, da es irgendwie aufgerieben ist, da auch viel Luft drin ist und so. Das kann ich nicht genau erkennen. Ich mache mir aber aufgrund der Symptomatik wirklich Sorgen. Das muss geklärt werden. Deswegen Radiologie muss hier. Muss sein, hier. Alles, ja? Ja. Ich rufe da jetzt an und mache ich das, ich versprochen. Okay? Okay. Gut. Allgemein spricht man bei der Symptomatik, die Herr Köller hier gezeigt hat, nämlich starke Unterleibsschmerzen von einem akuten Abdomen. Hier kann es durch verschiedene Ursachen, zum Beispiel tumoröses Geschehen, auch tatsächlich zu einem Darmverschluss kommen. Aber es gibt auch die gefährliche Möglichkeit einer Darmperforation. Das heißt, es gibt hier eine Öffnung des Darms, sodass Stuhl in den Bauchraum gelangen kann, was hochgradig gefährlich ist, denn hier kann es zu schwersten Infektionen führen. Patient Jan ist noch zur weiteren Untersuchung in der bildgebenden Abteilung, als seine Bekannte zurück in die Notaufnahme kommt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei ist der 29-jährigen Helena plötzlich schwindelig und speiübel geworden. Ganz langsam. Ich glaube, es ist auch eine Aufregung. Das ist soweit alles gut. Sie meint, es ist nur Aufregung, aber. Ja, aber kann man diese komische Geschichte alles mit diesem Fahrrad? Ich bin einfach kurz eingesprungen. Ich wollte einfach mal helfen, aber. Frau Schneider, das ist einfach so war ganz. Kommen Sie mal hin. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Einmal Sauerstoff. Haben Sie denn irgendwas an Vorerkrankungen? Nein, ich bin wirklich gesund. Was haben Sie denn für Beschwerden im Moment? Ich gerade schwindelig, also ein bisschen übel. Ich sind aber auf jeden Fall mit dem Puls ganz schön flott unterwegs. Ja? Ja. Mhm. Aber ich merke das auch, es dreht sich alles irgendwie gerade. Okay. Vielleicht deswegen ist auch ein Unfall passiert, oder? Ja, das kann schon sein, aber ich meine einfach so. Ich war normalerweise ganz gut, also ich weiß nicht, wie das. Aber Sie haben nichts irgendwie oder genommen oder irgendwas? Nee, also ich rauche, trinke. Ach so, ja, ich weiß nicht. Also ich nur das. Ich habe kein Medikament, aber gerade einfach nur von meinem Freund die E-Zigarette. Ich wollte das eigentlich immer ausprobieren, habe so 4-5 Mal so gezogen. Sie rauchen aber sonst nicht? Nee, ich rauche nicht. Da ist Nikotin wahrscheinlich in diesem Liquid. Das sind ja so Liquids und da ist Nikotin drin. Und wenn man da jetzt gar nicht dran gewöhnt ist als Nichtraucher, dann beschleunigt das schon die Herzfrequenz. Man kann einem, schwindelig werden. Aber warten Sie mal, wann haben Sie das denn gemacht? Ja, kurz davor. Also, das kann schon sein, dass der Unfall kurz vor dem Unfall? Ja. Das kann so eine Auswirkung machen auf den Körper? Ja, ich höre Sie einmal ganz kurz ab. Die kann auch schlecht werden, der Schwindel deswegen. Ich stecke sie wieder ein, ja? Ja, danke. Okay. Wichtig ist hier, wie man vorgeht, zu wissen ist, dass das Nikotin eine geringe Halbwertszeit hat. Man kann was Kaltes trinken, möglicherweise auch was Zuckerhaltiges, zur Ruhe kommen, auf gar keinen Fall weiter rauchen und sich selber ganz genau beobachten. Denn wenn einem ganz komisch wird, dann sollte man sich schon in ärztliche Behandlung begeben. Während sich Helena schnell wieder von ihrem Nikotinflash erholt, wird Installateur Jan noch am selben Nachmittag operiert. Als Ehefrau Martina am Abend nach ihrem Liebsten schaut, brennen der werdenden Mutter noch immer 1000 Fragen unter den Nägeln. So, Herr Köller, Ihre Frau ist da. Wie ist die OP verlaufen, Schatz?
Stopp, ganz kurz. Wie geht's dir? Ganz gut, ja? Ich verstehe das Ganze jetzt alles nicht, Schwester. Warum musste der jetzt überhaupt operiert werden? Ich meine, dein Blinddarm ist doch entfernt worden. Und die Frau Dr. Maas, die kommt gleich und wird sie aufklären, ja, was gemacht worden ist während der OP. Hast du Schmerzen? Na? Nein, nein, es geht schon. Er bekommt auch was gegen die Schmerzen, ne? Okay. Ja. Okay, ja. Hallo. Was will die denn jetzt schon wieder hier? Weiß ich nicht. Was will ich? Was ist das denn? Was ist das für eine Frau? Was will sie denn jetzt schon wieder hier? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Reg dich nicht auf. Reg dich nicht. Was wollen Sie von meinem Mann jetzt mal ganz ehrlich? Jetzt könnt ihr eure Familie streichern da zu Hause machen. Ich bin glücklich vergeben. Ich weiß nicht. Also, das ist ja nicht. Ich wollte nur helfen. Ich habe jetzt einen Couch transportiert. Und was ich gerade entdecke, hinter der Ladefläche, komplett mit Handys, mit Laptops, mit Bildschirms. Was soll das alles? Wie? Was soll das alles? Verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Nein, deswegen hat die Polizei. Hast du so auf Polizei reagiert? Deswegen bist du so ausgeflippt und weggerannt? Nee, was soll das? Ist das eine Straftat oder was ist das? Und das sind Sachen aus der Firma. Ja, warum? So, ja, also, Schatz, pass auf. Die Firma ist insolvent. Wie, die ist insolvent? Warum hast du mir denn nichts erzählt? Nicht aufregen. Ich hab schon hörst zwei... Mir doch, du hörst hör mir doch, hör mir doch kurz zu, okay? Ich habe seit 2 Monaten schon kein Gehalt bekommen. Und der Chef hat es gut gemeint und hat gesagt, bevor diese ganzen Sachen, die wir noch im Büro hatten, in die Insolvenzmasse gehen, soll ich die mitnehmen und verkaufen, damit ich mir davon mein Gehalt holen kann. Ja? Wie verkaufen? Du kannst doch nicht. Nein, das fangen wir gar nicht an. Du kannst doch nicht hier betrügen. Nein, ich habe keine Lust, dass mein Kind hier ohne Vater aufwächst, dass du noch im Gefängnis landest. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe doch große Sorge, dass. Genau deswegen, du weißt doch, ein Kind ist teuer und ich möchte doch die Familie ernähren. Du hättest mir doch was sagen können, Schatz. Bedroht. Doch, haben Sie denn schon was verkauft von den Sachen? Nein, da ist nichts verkauft. Okay, dann sollten Sie das vielleicht wieder... Wir werden jetzt den Insolvenzverwalter kontaktieren und dann werden wir dein Gehalt einklagen und die Sachen, die gibst du natürlich ab, die werden bestimmt nicht illegal verkauft. Herr Köller hatte einfach Existenzängste und ist dann auf die dumme Idee gekommen, da irgendwelche Sachen aus der Insolvenzmasse zu verkaufen. Das ist schon, ja... Eigentlich kriminell, nicht eigentlich, ist kriminell. Und da war es gut, dass er die Sachen noch nicht vertickt hat und wahrscheinlich die ganze Sache auch noch mal rückgängig machen konnte. Oh, hallo. Ja. Sie klären das alles. Ja, so. Falls, ne? Können Sie sich auch gerne setzen, ne? Ist ja doch ein bisschen viel Aufregung, ne? Ja. Geht? Okay. Was war denn hier schon wieder los? Ja, es war so nicht ein bisschen. Nicht so wild. Erzähl ich dir gleich. Ja? Turbulenzen. Ja. Okay, gut. Dann habe ich jetzt aber gute Nachrichten für Sie. Also der Blinddarm war es nicht. Was wir aber feststellen konnten, dass in diesem Bereich unheimlich viele Verwachsungen waren. Okay. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie operiert werden, dann wird Gewebe verletzt und das kann sich schon mal entzünden und das führt dann so zu Verwachsungen eben einfach und die können natürlich schon mal den Darm einengen oder sowas und dann zu diesen Beschwerden führen, die Sie jetzt tatsächlich gehabt haben. Man konnte ihm hier gut helfen, die Verwachsungen wurden gelöst, da hat er jetzt großes Glück gehabt und glücklicherweise haben sich auch die ganzen anderen Probleme aufgelöst. Das wird schon. Das kriegen wir auch noch hin. Wir erwarten uns bald unser Baby und dann kriegen wir schon hin. Darum geht es erstmal, das ist das Wichtigste. Jan konnte die Klinik nach wenigen Tagen verlassen und hat die Elektroartikel aus der Insolvenzmasse sofort zurückgegeben. Kurz darauf fand der 36-Jährige eine neue Arbeitsstelle und verdient sogar mehr als zuvor. Ehefrau Martina hat inzwischen eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht.